Okay, die zünden und den hier besiegen, dann reicht es schon. Ich warte, bis er sich wieder umdreht oder wir schleichen uns von hinten auf der anderen Seite ran. Na, er hat uns gesehen. Oder hat uns gesehen? Ja, er hat uns gesehen. Achso, das geht natürlich auch nicht, weil wir keine Ausdauer haben. Jetzt geht er wieder zurück. Also doch nochmal die Chance für einen Backstep. Ein Riese brüllt uns an. Aber irgendwie war das anders geplant. Backstep. So. Okay. Gut. Und wir haben Tränke zurückbekommen. Dann gehen wir mal zu dem Ort der Gnade dort hinten. Da waren wir auch schon öfter unterwegs. Ach, zu dem Händler wollte ich eigentlich noch, zu dem anderen. Ne? Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Jetzt sind wir ja ausnahmsweise da mal hochgesprungen. Das wollte ich eigentlich auch in der nächsten Aufnahme machen. Das haben wir jetzt dieses Mal schon gemacht. Aber zu dem anderen Händler gehen wir tatsächlich in der nächsten Aufnahme. Ja, was hatte ich gesagt? Wie lange möchte ich warten, bis ich den Endboss hier nochmal probiere? Ich glaube, ich hatte gesagt, bis 45. Ich glaube, jetzt sind wir schon 46. So. Schauen wir uns mal die Kriegsasche an, die wir hier bekommen haben. Vielleicht erstmal den Stufenaufstieg. Machen wir nochmal Stärke. Wir könnten Stärke nochmal machen oder wir machen die Kraft, um die Lebenspunkte zu erhöhen. Ne, ich glaube, wir machen nochmal Stärke. So, dann sind wir Level 26. So, Kriegsasche. Kriegsasche. Auf die hier, die Kriegs... nicht den Sturmstaffel, sondern die hier. Die würde dann Stärke... Im Moment hat sie das hier, nein. Den haben wir auch noch. Den haben wir auch noch. Wirbelwind. Dann, wer vom Stampfer aufwärtsschnitt, würde es auf Sturmklinge gehen. Ja, das möchte ich irgendwie nicht verändern. Ich weiß auch nicht warum. Es bringt nicht so viel. Es bringt nicht so viel. Schauen wir mal die Axt an. Ah, bei der Axt geht es nicht. Da geht nur Wirbelwind. Das würde die Geschicklichkeit verbessern und dafür die Stärke verschlechtern. Das mag ich eigentlich nicht. Und die der Sturmstampfer, ja, beim Schild können wir nichts machen. Naja, der hat ja eigentlich schon eine. Der hat ja schon ein, also er hat noch keine Kriegsasche, ne? Er hat noch keine Kriegsasche, aber er hat sozusagen eine Fähigkeit an sich selber drin. Ich mach's mal nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gemacht hättet. Aber ich mach's mal nicht. So, in diesem Sinne. Glaube ich, verlassen wir hier mal. Spät am Tag ist es. Dann machen wir mal Zeitvertreiben bis zum Morgen. Damit wir morgen haben. Und dann verlassen wir hier. Ach ja, stimmt, wir haben eine Truhe. Wir haben hier eine Truhe. Vorher habe ich mir noch überlegt, wäre doch ganz cool, wenn wir eine Truhe hätten. Aber wir haben hier eine Truhe. Zur Truhe wechseln. Da ist die Truhe, genau. Wir haben hier eine Truhe. Haben wir da vielleicht irgendwie noch eine Waffe? Wir haben ein Schwert der Getreuen. Auf das könnten wir eventuell dieses Ding da machen. Diese Kriegsasche, ne? Das wäre eine Idee. Wäre eine Idee. Okay, dann verlassen wir es erstmal. Und dann, beenden wir die Aufnahme. In der nächsten Aufnahme gehen wir zu diesem Händler. Auf jeden Fall, ja, durch diesen Bogen dadurch. Und dann werden wir uns wohl nochmal dem Endboss stellen müssen. Ja, wir haben jetzt wirklich alles hier erkundet und sind auch ganz gut weitergekommen. Aber jetzt ist die Zeit, sich dem Endboss zu stellen. Weil mehr gibt es hier nicht mehr zu erreichen. Wir können den Händler tatsächlich nochmal erkunden, aber danach werden wir uns dem Endboss stellen müssen. Und ich hoffe, wir sind da gut genug dabei, um uns den Endboss zu stellen. Aber ich denke schon, dass wir es schaffen können. Wir müssen vielleicht mehrere Durchläufe machen. Ihr wisst ja, das ist bei diesen Souls-Spielen ganz normal, dass man mehrere Durchläufe macht. Aber gut, werden wir irgendwie hinbekommen. Ja, bis zur nächsten Aufnahme dann. Tschüss! Willkommen zurück, Freunde, bei Elden Ring. Benruk ist hier auf der Sturmhöhe. Mein Gott, das schaut auch sehr schön aus. So,
Wir werden uns demnächst dem widmen, der hinter diesen Felsen auf uns wartet. Margrit, der Untertänige, keine Ahnung. Irgendwie so ähnlich. Nee, ich wollte eigentlich nochmal unseren Status anschauen. Genau. Dafür würde ich oder hätte ich ganz gerne Stufe, also noch zwei Stufen mehr, Stufe 28, weil ich ganz gerne Kondition um 2 steigern würde. Kondition bedeutet, glaube ich, auch mehr Ausdauer, ne? Ja, das wäre ganz gut. Also versuchen wir Kondition mal um 2 zu steigern und dann kümmern wir uns um Margrit oder versuchen ihn zu besiegen. Vorher werden wir mal hier hingehen und dieses Gebiet hier erkunden, da waren wir nämlich noch gar nicht und auch die alte Fingerleserin. Und auch hier nördlich von dem Wald, glaube ich, waren wir noch nicht, oder? Wir waren hier hinten, genau. Hier waren nämlich die, der Golem und die Orks. Hier unten waren wir auch und da war der Riese, also hier waren wir schon sehr viel unterwegs. Aber hier waren wir noch nicht, auf diesem Hochplateau und hier hinten waren wir auch noch nicht. Da würde ich ganz gerne hingehen. Ja, und dann könnten wir eventuell auch hier dieses Siegelgefängnis des Sturmhügels mal untersuchen. Da waren wir nämlich auch noch nicht so wirklich unterwegs. Was ist denn das hier? In diesem Gebiet hier, also hier hinten und auch in diesem Sumpf da oder was das ist, oder diesem See. Schaut aus, als wären hier Ruinen, ne? Da waren wir auch noch nicht. Also das wären auch noch so Sachen, da könnten wir reingehen. Ah, stimmt, hier hinten waren wir schon mal. Hier ist irgendwie so ein Steinbruch. Genau, hier ist nochmal ein Siegelgefängnis, so wie es ausschaut, wenn das auch so ein ähnliches Ding ist. Aber schaut so aus, ne? Schaut so aus. Genau, also das sind die Pläne. Grab eines Randvolkshelden. Stimmt, da ist dieses komische Ding. Ja, da waren wir auch noch nicht so wirklich erfolgreich. Was ist mit diesem Gebiet hier eigentlich? Und wie kommen wir auf diese Insel? Fragen über Fragen. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal an mit diesem Waldgebiet hier und diesem Gebiet hier hinten. Und dann, wenn wir schon einige Runen gesammelt haben, dann gehen wir zur alten Fingerleserin. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, wir können auch versuchen, dann hier diesen Baumwächter zu besiegen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, den zumindest mal zu probieren. So, jetzt habe ich erstmal in den Wald und da müssten wir in diese Richtung marschieren. Im Moment ist das Schwert unsere beste Waffe. Wir haben ja auch trainiert, wie wir ihre Sonderfähigkeit einsetzen, ne? Das Problem ist, wir haben noch kein Artefakt oder sowas, das uns unsere Fertigkeitspunkte zurückholt. Also wieder auffüllt. Ach, da ist auch nochmal ein Riese. Sollen wir vielleicht nochmal gegen den kämpfen? Warum eigentlich nicht? Probieren wir doch einfach mal. Haben wir nicht gegen den sogar schon mal gekämpft? Das gibt auf jeden Fall einige Punkte. Jetzt dreht er um. Sieht er uns, ne? Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Wir probieren es einfach mal gegen den Riesen. Wenn er sich als zu schwer herausstellt, können wir immer noch, wir haben 218 Runen, also es ist nicht so viel verloren. So, wie war die Taktik nochmal gegen den Riesen? Ich glaube, zurückweichen, bis er diesen komischen Fall-Move macht, ne? Den da, genau. Und dann zuschlagen. Das ist doch gar nicht schlecht. Und wenn das Schwert kommt, dann den Schwertschwinger abwarten. Genau, Fallmove. Sehr gut. Hier haben wir einen guten Kampfplatz. Der ist schön groß und hat genug Platz. Komm, Fallmove. Jetzt, ja. Nee. Dann stampft er, ne? Beim Fallmove stampft er. Jetzt stampft er. Fallmove. Sehr schön. Dann
Wir könnten auch die Magie eigentlich ganz gut einsetzen. Das Schwert brauchen wir jetzt, glaube ich, eh gerade nicht. Also das Schild meine ich natürlich. Also nur aufpassen, dass wir außerhalb seiner Reichweite bleiben. Jetzt kommt das Schwert zum Einsatz. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt der Schwinger, oder? Jetzt kommt der Schwinger, genau. Hinter ihm bleiben. Autsch! Ahaha! Da hat er uns erwischt. Das war gut. Kommt der Schwinger? Ich glaube, der Schwinger kommt. Jawohl. Der Schwinger kommt. Wir versuchen, hinter ihm zu bleiben. Autsch. Schnell trinken. Sehr gut. Und jetzt sollten wir den Trunk trinken, um nochmal mehr Flammen zu haben. Dann sollten wir ihn eigentlich dadurch besiegen können. Ja. Fantastisch. Wie viele 1000 Runen bekommen wir? Okay. Das war doch richtig gut. Wir haben auch unsere ganzen Tränke wieder bekommen. Fantastisch. Okay, leider kein Loot. Aber so kann es weitergehen. So, wo ist der Wald? Wir sind eigentlich schon hier direkt am Wald. Das ist gut. Dann müssen wir von dieser Hochebene wieder runter und da unten findet sich der Wald. Und da warten ja auch noch zwei Feinde, die wir bekämpfen können. Also ich hätte super gerne ein Artefakt, das unsere Fertigkeitspunkte langsam wieder auffüllt. Also ich kenne sowas zumindest aus... Waren wir eigentlich da hinten schon? Nee, da waren wir auch noch nicht, ne? Ich kenne sowas zumindest aus Demon's Souls. Da gab es so Artefakte, so Ringe, die haben mit der Zeit dann die Fertigkeitspunkte oder auch die Lebenspunkte wieder aufgefüllt. War schon nützlich. Können wir hier mal was jagen? Ist nicht so erfolgreich. Da ist ein Freund. Also in Anführungszeichen. Er ist kein Freund, er ist ein Feind. Der andere schaut schon da hinten ganz neugierig. Autsch. So. Auch nochmal 282 Punkte. Sehr schön. Gut. Sonst gibt es da nichts zu finden. Wir könnten aber mal, weil wir jetzt eh planen zu kämpfen, könnten wir mal die Tränke hier nehmen, weil die werden ja dann wieder aufgefüllt, wenn wir dann erfolgreiche Kämpfe bestreiten. So, hinein in den Wald. Wo ist denn dieser Weg? Da war doch auch irgendwo ein Weg, oder? Ist das hier dieser Weg? Ich glaube nicht. Nein, der kommt erst noch. Wir müssen so um die 10.000 Runen sammeln. Im Moment haben wir 1.700. Um die 2... Greift uns der an? Ich hoffe nicht. Ne, er ist weggelaufen. Also, um die 10.000 Runen müssen wir sammeln, um die 2 Stufen aufzusteigen, die ich aufsteigen will, bevor wir uns gegen Magrit zu stellen trauen. Schaut mir jetzt wieder so ein Explosionsding. Hallo, explodierst du?
Da müsste der Weg sein. Hier ist dieser Weg. Okay. Oh ja, Wölfe. Da kommen Wölfe, da sind sie auch. Wir stehen schon ziemlich gut da inzwischen. Wir können die Wölfe mit einem Schlag töten. Das sollte dann auch unsere Tränke wieder auffüllen, wenn wir die alle erledigt haben. Ja, sehr gut. Genauso hatte ich mir das auch gedacht. Loot gibt es leider kein. Doch, gibt's. Ein paar Knochen wahrscheinlich. Ah, ein Klumpen Fleisch. Also hier kann man alles einsammeln. Es ist nichts nutzlos, weil man kann es zur Not beim Händler verkaufen. Es gibt 10. Hier war doch gerade so ein Wurm. Es gibt 10 Runen für so eine Rova-Frucht. Die Ruinenfragmente da hingegen sind mir noch ein Rätsel, was wir mit denen machen könnten. Aha, es ist ein kleines Schloss, was wir hier auf der Karte sehen. Oh, schau, es gäbe hier nochmal einen Golem. Kann es sein? Und da hinten sind irgendwelche komischen Fäden, die sehr komisch. Invasion durch Ricussant Henricus. Was? Eine Invasion? Was soll denn das heißen? Ich meine, ich spiele offline, also eigentlich dürfte kein anderer Spieler jetzt hier bei uns ins Spiel reinkommen, oder? Da ist er. Tatsächlich. Das macht ja gar keinen Sinn. Der wird uns dann gleich töten, wahrscheinlich. Ich hasse PvP. Aha. Ist nach Hause zurückgekehrt. Sehr gut. Sehr merkwürdig. Heißt das, da hinten ist so eine Arena oder wie, wo man gegen andere Spieler spielen kann? Sowas mache ich hier gar nicht, weil das sind da immer die hochstufigen Spieler, die dort dann rumnerven. Und die andere Leute in Bedrängnis bringen wollen. Weil sie selber ja alle Tricks kennen, ne? Auf sowas stehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne PvP spielt oder wie das bei euch ausschaut. So. Also dann ist diese Burg gewesen. Schauen wir mal in diese Richtung. Ich glaube, hier ist das Plateau, wo der Riese war, ne? Den wir gerade besiegt haben. Was gibt's hier noch? Können auch mal unser Pferd benutzen. Ah, das sind so Doppelbögen. Also ich spiele absichtlich offline, weil ich das nicht mag. Es hat mich schon in Demon's Souls genervt, wenn da irgendwelche Spieler einfach nur, um den anderen zu niederzumachen und zu ärgern, in das Spiel eingedrungen sind und so weiter. Also mich nervt sowas. Mich nervt sowas. Tatsächlich. So, gut. Also hier gibt es offensichtlich sonst nicht so wirklich was, außer diese Arena, die mich aber jetzt nicht gerade lockt. Hier oben wollte ich noch gucken, genau. Da oben wollte ich noch gucken. Das heißt, wir gehen mal hier aus dem Wald raus. Reiten ein kleines Stück und gehen dann mal hier oben weiter. Mal schauen, ob dort noch Wölfe oder sowas auf uns warten. Ah, da könnte noch mal ein Golem sein. Da hinten sind so Knochen.